Und hallo, herzlich willkommen. Wir sind ein bisschen früher da und wir haben irgendwie eine Spende bekommen, scheint mir. Ich höre jedenfalls den Donation-Sound. Ich sehe noch nicht den Update bei unserer letzten Spende und beim Spenden-Dings, aber wird bestimmt was kommen. Auf jeden Fall herzlich willkommen zu unserem Stream, falls ihr gerade frisch eingeschaltet habt. Wie gesagt, ne, 17 Uhr haben wir gesagt, bringen wir euch zwei Gäste mit. Und die sind jetzt hier auch oben da. Das ist einmal die Hanna Krämer. Hallo. Und einmal die Conny Hauser. Hi. So, gut, dass ich das jetzt nicht gefippt habe. Genau, die beiden sind die beiden Menschen von ponyfreude.de. Die betreiben diese tiergestützte Therapie. Ne? Ist richtig? Ja, genau. Und die haben wir jetzt mal eingeladen, weil wir dieses Jahr Spenden auch für sie sammeln, damit wir die Gruppe möglichst lange halten können und finanzieren können. So, jetzt müsste mir der Chat nochmal sagen, könnt ihr denn alle gut hören oder ist irgendwas zu leise? Weil wir könnten auch nochmal die Musik ein bisschen leiser drehen. Gefühlt hört man nämlich unsere Gäste nicht so gut. Könnt ihr doch mal was sagen? Dann kann ich mal vielleicht jetzt nochmal auf die Tonlage achten. Ja, wir versuchen es mal. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr uns eingeladen habt. Vielen Dank. Sehr gut. Hört man was hier, ne? Ja, gut. Dann wollt ihr euch beide kurz vorstellen? Gerne. Ich bin Conny, ich bin Psychologin und gerade in Ausbildung zur Therapeutin. Und seit ich 5 bin, sind Pferde so meine große Leidenschaft irgendwie. Und dann habe ich vor 2,5 Jahren beschlossen, ich würde gerne pferdegestützt arbeiten in der Therapie und das einfach verknüpfen mit den Tieren und dem Therapeut sein. Genau. Und habe deswegen noch eine Ausbildung gemacht, die mich jetzt praktisch qualifiziert, mit Pferden und Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, wer auch immer da Interesse dran hat, pädagogisch oder auch therapeutisch zu arbeiten. Und Hanna ist meine beste Freundin. Genau, wir machen das zusammen. Ich bin auch seit 20 Jahren Pferdemensch, sage ich mal. Also hat auch schon früh angefangen. Ich habe schon früh mit Kindern und Jugendlichen auch in dem Bereich gearbeitet. Auf Reitfreizeiten und so weiter. Und habe dann jetzt eben auch vor 2,5 Jahren die Ausbildung zur Fachkraft, zur pferdegestützten Pädagogik gemacht. Und ansonsten bin ich Ingenieurin und mache das eben zum Ausgleich, um eben auch sozial was zu bewegen. Ja. Das heißt, es ist für euch beide noch nicht die Vollzeitarbeit? Genau, noch nicht, ja. Wird es wahrscheinlich auch nie werden, das kann man sich nicht leisten, aber auf jeden Fall sinnvoll und ein guter Ausgleich. Und bis jetzt haben wir auch jeder nur ein Pferd, soll auch so bleiben. Wäre es denn der Traum, das Vollzeit zu machen, oder wollt ihr lieber so das in dieser Ausgleich-Ebene halten? Also, wenn man uns 1 Million Euro gibt und uns einen Hof kauft, dann ja. Aber das scheitert mal, wie meistens halt so Träume scheitern am Geld. Und dann ist es schon ganz sinnvoll, noch einen festen Job zu haben. Genau. Ja, gerade mit den Pferden ist ja auch immer ein bisschen eine Sache, auch manchmal auch nicht ganz kalkulierbar, einfach mit Tierarzt und allem. Deswegen sind wir da schon noch dabei, nebenher noch was zu haben zur sicheren Einnahme. Ja. Na klar. Na, also ihr habt schon mal gehört, irgendwie im nächsten Jahr machen wir einfach das Spendenziel 1 Million, damit die beiden sich umkommen können und für immer Kinder gut besorgen können. Und Pift, servus, schön, dass du da bist. Hoffe, du hast einen wunderschönen Tag bisher. So, ne? Was du noch mitbekommen hast, Interviewgäste und ponyfreude.de. So, und das heißt natürlich, wenn wir es gerade davon hatten, ihr habt keine weiteren Mitarbeiter, ihr seid ihr zwei alleine auf dem... Seid ihr auf einem Hof dann oder ist das irgendwie... Okay. Ja, genau. Wir haben die Pferde auf einem Hof stehen. Genau, das sind mehrere Pferde zwar, aber uns gehören eben 2 Stück. Okay. Und wie viele Kinder betreut ihr denn dann? Das sind im Moment 3 bis 4 Kinder. Manche kommen häufiger, manche eben auch nicht ganz so häufig. Jetzt kommen demnächst noch eine Familie dazu. Genau, also es ist immer je nachdem, wie viel Bedarf eben gerade da ist. Und wie viele Stunden sind es dann so therapiestundenmäßig, wenn das 5 Kinder sind?
Ja, das ist, also je nachdem, wie viel, sage ich mal, wie viel Geld da ist, wird dann ein bestimmtes Budget freigegeben für die einzelnen Kinder, sodass es eben gerecht verteilt wird. Genau, das sind dann 4 bis 5 Stunden, je nachdem, bei manchen war es jetzt auch ein bisschen länger. Ja. Und so in der Woche haben wir dann 1 bis 2 Kinder da. Genau, Ja. ja. So, und weil wir jetzt gerade schon vom Budget gesprochen haben, was ist denn so das Budget für so einen Monat? Genau, also wir kosten oder wir nehmen, wie auch immer, 90 € pro Stunde. Das ist dann Einzelbetreuung für ein Kind. Also die haben dann wirklich, ja, meistens machen wir länger und halten uns nicht an die eigenen Regeln, aber geplant ist 1 Stunde. Genau, und haben die dann in der Einzelbetreuung bei uns und da dürfen die dann mit uns und dem Pferd machen, was sie möchten. Genau, also es geht hauptsächlich um den Umgang mit dem Pferd. Ne? Das ist ja in der tiergestützten Therapie jetzt so. Also jetzt nicht hauptsächlich das Reiten, sondern einfach auch das Streicheln, Bürsten, ja, bisschen Mähne flechten, sowas einfach, kuscheln. Das ist genau, sie sitzen schon auch auf dem Pferd drauf natürlich, aber es geht hauptsächlich um den Umgang. Gut, und dann monatlich kommt dann so grob wie viel zusammen, wenn es was war's? Zwei, drei Kinder pro Woche, 4,3, das heißt 8, wollen wir weiterrechnen? 6. Es kommt immer darauf an, wie oft halt die Familien dann auch können. Also klar, wenn 2 Kinder mit 90 € kommen, irgendwie pro Woche, dann sind wir bei, weiß ich nicht, 600 € oder so grob. Manchmal ist es mehr, manchmal ist es weniger. Die sind ja auch wirklich oft so verplant, die Familien, haben so viele Termine bei Ärzten in Krankenhäusern etc., dass das für die halt echt schwer ist, da eine Regelmäßigkeit reinzubringen. Und da müssen wir dann halt auch einfach flexibel sein. Und klar ist eine Therapie eines Arztes, eines Krankenhauses, was auch immer, immer wichtiger als das, was wir da machen. Genau deswegen, das schwankt total. Aber das Coole ist ja, das heißt, ne, wenn das jetzt irgendwie so 600 wären, dann haben wir jetzt schon für 1,5 Monate Spenden gesammelt. Das heißt, Lob an alle, die jetzt hier mitgespendet haben, die jetzt hier mitzuschauen. Wir sind jetzt schon bei 1,5 Monate. Und wenn wir jetzt die 3.200 tatsächlich erreichen würden, Das wäre mega, da würden wir das uns wäre sehr, sehr massiv gut. freuen. Genau, und die Kinder auch. Ja. So, wer im Chat kann Ja. es ausrechnen? Ich meine, ihr könnt selber ausrechnen, aber wir wollen natürlich auch Ja, 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 ja. Integration der Leute, um zu schauen, ob sie noch aufpassen. Ja, ne? Deswegen ist Wie ja auch in Vorlesungen. in Vorlesungen, wenn man fragen, wenn man wissen will, wie viele Leute noch aufpassen, fragt man auch, wer hat keine Fragen mehr? Weil es ist so viel einfacher zuzugeben, dass man keine Frage mehr hat, als dass man zugibt, dass man eine Frage hat. Das heißt, ganz viele Leute werden sich ganz, ganz aufgeregt melden, weil sie haben sie aufgepasst. Und naja, andere Menschen sagen dann so, boah, vielleicht habe ich keine Fragen mehr. Und andere Leute haben nicht aufgepasst und haben tatsächlich Fragen. Das ist Das total wäre dann sogar praktisch. klausurrelevant, das wäre das Keyword. Ja. Ja, stimmt. Richtig Ja, ausgefuchst. das habe ich mir irgendwann mal ausgedacht und habe gemerkt, dass es so viel besser funktioniert, weil plötzlich passen alle Leute auf, weil, ja, der stellt immer so doofe Fragen. Und zwar, warum funktioniert das denn so? Aber ja. So, und genau, wie alt sind denn so grob die Kinder, die ihr da so betreut? Momentan zwischen 4 und 8. Praktischer ist es für uns, wenn sie eher so 6 Jahre ungefähr sind, weil sie dann halt auch sich an Regeln halten können, so grob. Also Pferde sind ja jetzt auch keine, weiß ich nicht, ist jetzt kein Meerschweinchen oder so. Da muss man ja schon ein bisschen aufpassen, vielleicht auch mal. Und ich sag mal, wenn die schon in die Schule gehen, dann haben sie es mal gelernt, sich an Regeln zu halten. Genau, aber wir haben jetzt auch einen 4-Jährigen, mit dem klappt es. Das kommt ein Genau, es bisschen kommt drauf drauf an. an. Genau. Und ältere Kinder wird man auch nehmen, aber bis jetzt kamen die noch nicht zu uns. Ja. Ja, cool. Über was lacht ihr Es jetzt gerade ging schon um wieder? das, wenn sie die Schule besuchen können, sich an Regeln halten. Ah. Oder auch Mir, nicht. ja, Die Frau ich Lehrerin bin Lehrerin. hat glaube ich, Einwände gegen diese Aussage. Und er hat gegrinst und ja, ich stimme ihm dazu. Das mit dem an Regeln halten. Die Tja. Wahrscheinlichkeit dann ein bisschen höher. Zumindest ist Aber sie nur ein da. bisschen. Ja. Ja. Stimmt, und wie lange macht ihr das dann schon? Wenn ich mich richtig daran erinnere, wurde, als wir letztes Jahr die Spenden gesammelt hatten, da war auch die Idee, eventuell auch dann schon für euch zu sammeln. Aber da war das noch ein ganz, ganz frisches Programm und ich glaube noch nicht mal komplett fertig ausgehandelt, wie das dann jetzt umgesetzt wird.
Ja. Also wir hatten tatsächlich angefangen vor 2 Jahren an Weihnachten, hatten wir praktisch dem Kinderhospiz Stunden mit uns geschenkt und haben gesagt, ja, wir wollen halt zu Weihnachten einfach da was Gutes tun. Und darüber kam das dann überhaupt alles zustande. Und dann waren Anfang 2020 Kinder bei uns. Ja, und dann kam das böse C und dann ja, ist es immer erstmal ein bisschen schwierig gewesen. Genau, aber jetzt so. Ja, seit früher, dann läuft es wieder gegen dann. Ja, seitdem läuft es. Ja. Ja. Schön. Und habt ihr das dann davor schon auch in der Art gemacht oder wie habt ihr damit angefangen? Wir haben ja eine Ausbildung gemacht tatsächlich, wo wir ganz viel geübt haben. Da waren ein Haufen Erwachsene, die dann Kinder gespielt haben. Das war ziemlich cool. Es hat richtig Spaß gemacht. Wir haben vorher tatsächlich, also wir betreuen seit 10, 15 Jahren Kinderfreizeiten und haben da auch immer wieder alle möglichen so Stunden halt gegeben und geübt. Und genau, aber das machen wir in Mecklenburg. Das hat jetzt dann mit uns hier gar nichts zu tun. Genau, und das war unser Übungs- und Spielfeld und ist es auch heute noch. Das ist ja wunderschön. Aber Menschen, also Erwachsene, die Kinder spielen, ist auch immer super witzig. Das ist total. Ja. Mama, darf ich das tun? Genau, an dieser Stelle übrigens an Max Power, vielen, vielen Dank für deine 35 Euro. Auch du kommst natürlich in den Lostopf. Ja, aber da ist noch einer, wir waren doch eben bei... Nee, bei 65 waren wir. Wir waren bei 865 Euro. Genau, 35 Euro, das ergibt dann 900. Perfekt. Und damit sind wir nur noch 100 Euro weg. Danke auch von uns, vielen Dank. Ja. Damit sind wir nur noch 100 Euro weg von unserem dritten Spendenziel, wo es dann heißt, dass ich meine Socken ausziehen muss und meine Fußnägel lackieren lassen darf. Oh, dann sollten wir noch dranbleiben hier. Ja, stimmt. Wir ja, und die bitteren Donations Goal werden ja auch immer nur besser, habe ich gehört. Oh ja. So, und Meister Pyrrhus, vielen Dank, dass du auch du vermutlich vorhast zu spenden. Herzlich willkommen. Gut, genau. Gibt es denn irgendwelche Probleme, mit denen ihr so zu kämpfen habt? So, werdet ihr nicht ernst genommen oder... Das schon eigentlich. Also es ist eher manchmal das Problem, dass die Eltern von den Kindern tatsächlich ziemlich ausgelastet sind mit den Therapien von den kranken Kindern und dadurch halt nicht so viel Kapazität haben, noch Reittherapie nebenher zu managen, also Termine zu vereinbaren oder auch die Kinder zu fahren. Ist ja auch ein Stückchen im Stall und das hat dann manchmal schon dazu geführt, dass eben dann auch mal eine Stunde abgesagt wurde oder die Eltern sich dann dagegen entscheiden. Also das ist manchmal ein Thema, ja. Da hatten wir auch schon mal mit dem Kinderhospizdienst gesprochen. Es gibt ja manchmal so Ehrenamtliche, die das dann auch so eine Betreuung übernehmen oder einem die Kinder hinbringen würden oder so. Ja, ist halt begrenzte Kapazität halt auch bei den Ehrenamtlichen, die das machen. Aber, ja. Das ist eigentlich so das Hauptproblem. Genau. Ich meine, wir haben ja auch einige Geschwisterkinder, sag ich jetzt mal. Also wir haben nicht unbedingt die erkrankten Kinder bei uns. Und gerade für die Geschwisterkinder, die eh immer zurückstecken müssen, ist das natürlich super blöd. Oh, eine ganze Stunde, mehr als eine Stunde kam rein. Da werden die Fußnägel lackiert, hab ich gehört. Dann vielen lieben Dank, Marudor. Marudor, vielen Dank dafür. Wie du gehört hast, du hast gerade eben über eine Stunde finanziert. Außerdem hast du jetzt eine Beschäftigung für die nächsten paar Minuten. Eine Stunde Beschäftigung für uns. Die Frage ist, für wen ist jetzt, wer lackiert mir jetzt die Fußnägel? Dini und ich, oder? Ja, Oswald, okay. Es sei denn, Julius hat Bock drauf. Julius hat direkt Glück, wird nicht gefragt. Geil. Sehr schön. Sehr gut. Genau, also vielen Dank, Marudor. Damit kommst du auch in den großen Lostopf und hast die Chance, ein Streamdeck zu gewinnen von Elgato. Die haben uns das nämlich gesponsert. Bin gerade zu gemütlich. Ach komm, ich bin nicht zu gemütlich, um aufzustehen. Komm hier. Na, ich halte es mal in die Kamera. Diesen schönen kleinen Tastaturersatz quasi, der viel von Streamern, aber auch beim Videoschnitt und bei Fotobearbeitungen zum Einsatz kommen kann. Oder natürlich auch, wenn man irgendwie Spiele spielt und irgendwie Makros braucht. So, Elite Dangerous. Elite Dangerous zum Beispiel. Genau. Also, damit hast du die Chance darauf zu gewinnen. Du kommst den großen Lostopf und wirst das dann. Yeah, das ist fast schön aufgestiegen. Ich weiß nicht, ob ihr den Chat sehen könnt, aber der Chat hat sich gerade darüber lustig gemacht, dass ich Gero 10 cm weiter nach vorne lehnen musste als sonst. Und das als Aufstehen bezeichnet hat. Ja, ich konnte das Aufstehen vermeiden. Das ist sehr, sehr praktisch.
Übrigens, es hängt ein bisschen über die Tischkante. Sieht sehr sportlich aus. Oh, nochmal aufgestanden. Deswegen mussten wir lachen. Ja, nochmal aufgestanden. Sehr gut. Gutes hat übrigens angedroht, er sucht die Farben aus. Oh je. Tada! Okay. Mamadou, falls du auch irgendeine Farbe noch reinwerfen willst, dann jetzt deine Chance, bevor Gullius alles ausgesucht hat. Ach, ich meine, wir haben 10-10, also. Für wir haben auch mehr als 10 Farben, glaube ich. Oh Gott. Okay. Ja, das. Da kommt noch eine Spende. The G-Cat, vielen, vielen Dank. Allerdings steht da kein Betrag. 101 Euro. 101 Euro. Das ist vermutlich zu. Zu groß. Groß. Bricht nicht richtig um. Ja, das ist halt. Ach so, nein, es ist anonym. Ah. Ah, sorry. Dummerweise haben wir den den Fortschrittsbalken eingeblendet. Deswegen steht jetzt quasi dran, wie viel es ist. G-Cat, sorry. Deine Anonymität ist quasi gewahrt. Wir können natürlich sagen, dass du nur 1 Euro gespendet hast und irgendwer hat anonym 100 gespendet. Ja, sehr gut. Mhm. Gut. Ach, Mensch, einmal mit Profis. Ja, damit kommt er nicht in den Lostopf. Ah. Das ist ja, ich glaube, auch Sinn der Geschichte gewesen. Okay. Ach so, okay. Dann kann man außer G-Cat protestiert jetzt hier noch. Dann ist es okay. Dann, ich meine, komm mal, wir kennen den Menschen. So, genau, damit haben wir eigentlich auch schon die typische Lebenssituation von der Kinder angesprochen. Ne? Gar nicht so oft, dass es die kranken Kinder sind, sondern auch teilweise einfach die Geschwister. Genau, und da ich ja auch weiß, dass auch betroffene Verwandte oder Nachbarn oder auch die Lehrer eben einbezogen können, also diese Dienste des Karlsruher Kindes Beats-Dienstes in Anspruch nehmen können, habt ihr dann auch teilweise die Befreundeten oder die Nachbarkinder, die halt dann viel mit dem Kind, das eigentlich krank ist, zu tun hat? Kommen die auch zu euch? Bisher noch nicht. Nee. Also wir haben das Angebot jetzt auch für die Eltern, das hatten wir besprochen, dass die auch kommen können, also zu uns kommen können. Das andere war bis jetzt noch nicht. Ja. Okay. Aber klar, grundsätzlich geht das genauso. Also ich glaube, dass jeder, der von dem Thema betroffen ist, belastet ist und da auch sich einen, ja, also nicht sich das verdient hat, gar nicht, man muss sich sowas überhaupt nicht verdienen, aber ich gönne es jedem Menschen, dass er sowas machen kann, auch als Ausgleich, und habe Respekt vor jedem, der irgendwie das mitschuld hat, und das hat einfach, zieht einen riesengroßen Kreis, wenn ein Kind erkrankt, und ja, von daher also sind wir da offen, da darf jeder zu uns kommen. Ja, das ist schön. So, genau. Jetzt mal, weil mir sobald dann mal die Fragen ausgehen werden. Hat denn irgendwer im Chat da noch Fragen an die beiden Lieben? Habt ihr irgendwie auf der Couch noch irgendwie Fragen? Ich meine, wir haben so einen Fragenkatalog vorbereitet, aber es kann ja dann immer wieder spontan aus der Situation Fragen aufkommen. Deine Fragen hast du schon mit aufgenommen. Ja, sowas aber auch. Wäre denn auch die Idee, vielleicht noch eine dritte Person dazuzunehmen, um dass ihr Angebot noch erweitern zu können, oder würdet ihr lieber schauen, dass ihr eure Stunden erweitert, bevor ihr eine dritte Person dazu holt? Ich denke, im Moment sind wir beide, würden wir erstmal unsere Stunden erweitern, und wenn dann eben, ne, wenn es dann die Anfrage noch weitergeht, dann könnte man da schon drüber nachdenken, noch jemand Drittes dazu zu nehmen, aber jetzt am Anfang sind wir, denke ich, zu zweit ganz gut aufgestellt. Wir haben sogar schon eine Praktikantin. Ja, genau. Genau, die darf mal als erstes. Aber klar, ich meine, man muss ja groß denken. Wer weiß, was noch kommt, wenn ihr dann nächstes Jahr die Millionen sammelt. Ja, dann brauchen wir schon noch ein Ziel. Mit dem Horrorstream läuft das doch bestimmt. Mit dem Horrorstream kriegen wir bestimmt die Millionen zusammen. Easy, auf jeden Fall. So, wie ist das denn mit Praktikanten? Würdet ihr mehrere aufnehmen, oder lasst ihr das lieber erst bei einer Person, und wenn die dann fertig ist oder was auch immer, dann die nächste Person, oder würdet ihr auch mehrere parallel haben? Nee, momentan lohnt sich das noch nicht, mehrere zu haben. Das machen wir eine nach der anderen, und es ist ja auch für die Kinder eine Überforderung und für die Erwachsenen, wenn dann da 30 Praktikanten rumspringen noch irgendwie. Also da geht ja die Vertrauensbasis ein bisschen flöten, aber grundsätzlich allgemein, jeder, den das interessiert, darf auch mal uns besuchen kommen. Also natürlich kann man uns nicht ohne Einverständnis der Eltern und der Kinder irgendwie in der Praxis dann angucken, aber dass wir einfach mal zeigen, wie wir arbeiten und was wir so machen, da ist jeder jederzeit herzlich eingeladen, sich den Hof, die Pferde, was auch immer, mal live anzugucken. So, jetzt kam auch noch eine Frage aus dem Chat. War denn im eigenen Umfeld ein Fall gewesen, oder wie kam es dazu, dass ihr euch entschieden habt, sowas anzubieten?
Also ich glaube, durch die Ausbildung als Therapeutin kriege ich gerade schon relativ viel mit. Jetzt bei uns privat war im Umfeld zum Glück kein Fall. Als ich klein war, ist tatsächlich eine Freundin von mir im Kindergarten verstorben, weil die Krebs hatte. Es war aber eher so, dass wir überlegt haben, was könnte unsere Zielgruppe sein. Und da war irgendwie das die Gruppe, wo wir am ehesten gesagt haben, ja, die haben es jetzt aus unserer Perspektive in Anführungszeichen am nötigsten. Da hat jeder seinen eigenen Maßstab, wofür er spenden will, wofür er sich einsetzen will in seinem Leben. Genau, mein Papa ist Pfarrer und den habe ich dann gefragt, Papa, wo soll ich ihn spenden? Und dann hat er mir das Kinderhospizdienst genannt und dann war die Sache gelaufen. Es hätte auch jeder andere Hospizdienst irgendwie sein können. Ja. Momentan sind wir gerade noch dran, bei Kinderheimen in der Region mal anzufragen, ob die noch Bedarf haben. Das ist natürlich auch eine Gruppe von Kindern, die da mit Sicherheit Bedarf haben, wenn die das nicht sowieso schon in der Einrichtung haben. Genau. Ja. Ja, in Kinderheimen landen ja ganz oft Kinder, die dann wirklich irgendwie irgendwelche Trauma haben hinter sich und dann durchaus einfach mal Ablenkung oder auch einfach angenehme Erfahrungen, positive Erfahrungen durchaus wertschätzen. Ja, und gerade wenn du das, egal ob es jetzt ein Trauma ist oder nicht, aber gerade wenn du positive Erfahrungen vermitteln willst, ist es super, das über ein Pferd zu machen. Also die urteilen nicht, die gucken dich nicht schief an, das sind keine Menschen. Die reden nicht mit dir, das ist eine ganz andere Form der Kommunikation, in der auch nicht so viel gestört sein kann und schieflaufen kann, wie es unter Menschen ist. Und das ist der Riesenvorteil von der pferdegestützten Therapie. Genau, und ich glaube, das tut auch den Kindern im Kinderhospiz gut, dass die halt nicht vom 87. Arzt komisch angeguckt werden und irgendwie dann noch die 87. Spritze bekommen und noch eine neue Therapie verschrieben, sondern dass die halt einfach, und wenn sie 10 Minuten das Pferd streicheln, scheißegal, also dann dürfen sie 10 Minuten das Pferd streicheln. Ja. Da ist kein Leistungsdruck dahinter oder irgendwie, dass wir da was von den Kindern erwarten, und ich glaube, dass das denen gut tut. Und dann haben wir jetzt nochmal zwei Fragen. Die eine ist, warum sind es denn genug Pferde geworden und nicht andere Tiere? Aber schon gut, kenne ich die Antwort schon. Ja, es ist unsere Leidenschaft. Pferde sind... Ja. Also wir vermitteln die Leidenschaft auch gerne weiter. Ne? Also geht ja ganz gut, wenn man selber schon so eine Leidenschaft hat. Einfach. Ja. Also Pferde sind schon ziemlich schicke Tiere. Aber auch sehr leicht. Groß. Aber auch sehr groß. Ja. Ja, ja, wir haben Ponys, muss man dazu sagen. Also die sind zum Glück nicht so groß. Aber also mit Hunden geht es ja genauso. Also jedes Tier, sage ich mal, was einigermaßen domestiziert ist und kooperativ, damit geht das. Also es gibt auch mit Hühnern und so weiter, gibt es Therapie, gibt es ja die wildesten Sachen. Mit einer Katze würde ich nicht machen, weil die hört mir nicht zu und macht nicht das, was ich will. Aber jetzt ein Pferd oder so eignet sich halt super. Alpakas gibt es auch. Sehr süß. Ja. Ich finde es auch witzig, dass es mittlerweile hier Alpaka-Farmen gibt und dann einfach entweder Führungen mit denen gemacht wird oder irgendwie Wanderungen. Wanderungen, Wolle, Socken, genau. Aber ja. So, hattet ihr denn auch schon Flüchtlingskinder bei euch? Nee, das hat man noch nicht. Nee. Kann noch nicht dabei. Also mit Migrationshintergrund ja, aber keine Flüchtlingskinder. Ja. Nehmen wir aber genauso. Also, wie gesagt, ist für jeden offen. So. Und dann noch ein herzliches Hallo an den Olo oder an die Olo. Schön, dass ihr dabei seid. Und herzlich willkommen bei uns im GameLab. Vielen Dank für den Follow. Na, falls du es noch nicht mitbekommen hast, wir haben gerade das Interview mit Conny Hauser und Hannah Krämer. Die beiden betreuen Kinder mit ihren Pferden in einer tiergestützten Therapiegruppe. Genau, und insgesamt sammeln wir heute für diese Therapiegruppe und für den Karlsruher Kinderhospizdienst. So, euer Genopf. Martet ihr, da kommt jetzt die Frage, ist denn die Therapie beschränkt auf Kinder? Na, wir eigentlich vorhin schon hatten, Eltern sind auf jeden Fall auch willkommen. Wir arbeiten genauso mit Jugendlichen und Erwachsenen. Also Krankheit kann jeden Menschen treffen, egal ob psychisch oder körperlich, und genau, die Ausbildung, die wir gemacht haben, ist auch nicht nur auf Kinder ausgelegt, sondern genauso für Erwachsene. Das geht dann natürlich eher Richtung Coaching, aber genau, läuft genauso.
Kommen die Ponys dann irgendwie irgendwann an ihr Limit? Oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau, also da muss man schon gucken, dass man vielleicht nur eine oder zwei Stunden höchstens pro Tag macht und auch nicht öfters als 3 oder 4 Tage die Woche. Also das ist auch fürs Pferd extrem kognitiv und psychisch anstrengend tatsächlich. Also man merkt es denen richtig an, dass die hinterher müde sind, dass die diese Energien aufnehmen, also negative Energien im Sinne von Kummer, Trauer und so weiter, das spüren die und spiegeln das auch den Kindern zurück. Und da muss man schon viel Ausgleich betreiben, dass da so ein Pferd nicht dran kaputt geht. So wie jeder Mensch auf sich achten muss, müssen wir auch auf die Pferde achten. Richtig. In der Hinsicht gilt ja auch immer, Eigenschutz geht vor. Also gerade auch so bei mentalen Sachen. Mir wurde immer so, fällt immer der Vergleich ein, wenn zum Beispiel ein Mensch auf der Straße liegt, Autobahn, und man versucht, die Person zu retten, bringt es gar nichts, wenn man dabei nicht nach links und rechts schaut, bevor ein anderes Auto vorbeikommt und der Notarzt dann plötzlich hat 2 Leute zum Aufheben hat. Es wäre wirklich, wirklich schlecht. Und ähnlich geht es dann halt auch bei mentalen Problemen. Wenn man gerade selber nicht dazu in der Lage ist, andere Leute aufzubauen oder zu unterstützen, dann muss man schauen, dass man eben selber auf sich achtet und sich potenziell auch, wenn es weh tut, zurücknimmt und sagt, okay, ich kann das gerade nicht, irgendwer anders muss das machen. Das ist dann immer meh, weil man will ja eigentlich, aber wichtig ist es tatsächlich, dass man auch darauf achtet. Ja, im Flugzeug ist es doch auch so, dass wenn diese Sauerstoffmasken runterfallen, ziehen sie sich erst selber auf und dann geben sie es an Kinder weiter. Genau, weil sobald man sich selber geschützt hat, kann man natürlich anderen viel besser helfen, als plötzlich, dass das Kind irgendwie dem Erwachsenen die Maske aufziehen muss. Das geht halt gar nicht. Ja, das wäre schon voll der Act. Das Kind muss dann erstmal begreifen, was es zu tun hat. Ich wollte gerade sagen, stell dir auch mal vor, dass das ein Größenunterschied. Ja, ja, deswegen, ich sag ja, wenn es daneben sitzt, dann muss er erstmal quasi anfangen zu klettern. Das sollte es nicht tun, weil es sollte angeschnallt bleiben. Ja. So. Gut. Ja, ich weiß nicht, gerade haben wir, glaube ich, dann so ziemlich alle Fragen. Wo seid ihr denn hier in der Karlsruhe-Umgebung? So schätzungsweise Karlsruhe-Umgebung. Ja, genau. In Durmersheim sind wir, also Richtung Rastatt runter, Malsch. Mm. Genau. Also da stehen die Pferde. Jetzt gerade sind wir in Weierfeld. Gut. Ja. Das auch irgendwo in der Gegend vermutlich. Ja, irgendwo in Karlsruhe. Genau. Schön. Und anscheinend wohnt ihr auch zusammen oder seid ihr gerade im Büro? Nee, wir sind gerade sozusagen im Büro. Genau, wir wohnen nicht zusammen. Okay. Den Status hatten wir auch schon. Ja, gut, als beste Freundin dachten wir, das kann sein. Klar. Gut. Ich weiß nicht, habt ihr gerade noch Fragen? Nee. Alles, was mich irgendwie interessiert hat, habt ihr irgendwie schon gefragt? Ich finde die Idee auch einfach nur super, dass man sagt, ey, das ist euer eigenes Pferd jeweils, ne? Ja. Genau. Ich habe das Pferd und ich sehe, was es mir Gutes tut und ich möchte das anderen vermitteln und ich finde die Idee einfach sehr schön und sehr unterstützenswert. Das wäre das Einzige, was ich noch hinzufügen würde. Dankeschön. Gut. Ja. Wann habt ihr vielleicht noch irgendwie Pläne für die nächsten 15 Jahre, wo soll es denn hingehen? Also abgesehen von der Millionenspende nächstes Jahr und dann ist alles gediegen. Aber falls wir das jetzt nicht schaffen, so als etwaige Eventualität. Ja, dann müssen wir uns die Million wohl selber erarbeiten. Ja, das wäre schon so ein Lebenstraum, irgendwie irgendwann einen eigenen Hof zu haben und da Reittherapie anbieten zu können, vielleicht noch Ferienkinder aufzunehmen, was auch immer. Also das wäre schon ein Traum, aber das ist, das kannst du einfach vergessen. Wir wissen ja, wie die Immobilienpreise allein in Karlsruhe sind, wenn man dann noch Land dazu haben will, um da Pferde hinzustellen. Ja, aber jetzt erstmal kurzfristig mehr Stunden haben übers Hospiz und dadurch dann Arbeitszeit reduzieren können, das wäre natürlich schon cool, dass dann der Ausgleich noch mehr Richtung Pferd geht als Richtung normaler Bürojob. Genau. Wir sagen immer, da sind wir im Gefängnis. Und wenn wir dann mit unserem Bürojob fertig sind, dann gehen wir raus in die Freiheit. Genau. Ja, dann hoffe ich mal, dass euer Ausbruch gelingt. Bestimmt. Habe ich irgendwie voll den Ohrwurm von
Gwen Stefani, Sweet Escape. Ja, jetzt hast du ihn auch. Ja, okay. Bitteschön. Jetzt haben wir ihn alle. Sehr gut. Immerhin. Unheil angerichtet. Ich leider also nicht alleine, das ist schön. Gut. Ich muss zugeben, ich bin überrascht, dass noch keiner 10 Euro gespendet hat. Um die Zahl so schön zu machen. Um 1111 Euro zu machen. Ja. Ja, das könnte irgendjemand mal machen. So Problem ist, jetzt hast du es gesagt, jetzt sind wir gleich bei 1151 Euro. Ja. Das ist der geheime Trick. Das ist der geheime Trick. Dann spenden alle plötzlich nochmal. Aber ja. Genau, wir müssen auch noch das neue Spendenziel reinstellen. Das ist ja für 1500. Was ist das denn nochmal? Weiß ich nicht. Das schon wieder vergessen. War das nicht Finger? Sind wir schon beim Horrorstream? 1500 Euro, das sind... Der Horrorstream! Nein, nicht schon wieder der Horrorstream. Wenn wir noch 399 Euro zusammenbekommen, macht Iron einen weiteren Horrorstream. Also und der letzte war so schön, man konnte ihn so schön erschrecken. Genau, und er wurde erschreckt quasi für jede Donation oder für jede kleine Spende, die nochmal reinkam. Ah. Aber die beiden hier. Ja, meine beiden Trolle hier. Hat super viel Spaß gemacht. War voll gut. Liebe euch. Ach ja. Genau. Aber gut. Also dann, er ist auch mit Leib und Seele dabei, für euch nochmal Spenden zu sammeln. Ich glaub, die Seele hat den Körper verlassen, da teilweise. Wir können ja vielleicht einfach den Horrorstream noch nach hinten schieben und die Haare abschneiden. Nein, die Haare haben wir ganz nach hinten geschoben. Das hatte schon Gründe. Ach je. Genau. Okay. Aber gut, dann, weiß nicht. Würde ich was sagen, könnten wir das Interview an dieser Stelle beenden, oder? Ja. Außer irgendwer hat Protest. Ja, jetzt müssen wir das Stream-Delay noch ein bisschen überbrücken. Aber dann schon mal vielen lieben Dank für eure Zeit, vielen Dank für eure Arbeit und euer Engagement. Es ist voll super, finden wir sehr unterstützenswert, hence das Stream, sonst würden wir es nicht machen. Und genau, dann wünschen wir euch eine wunderschöne Weihnachtszeit, Dezember, ob ihr es feiert oder nicht. Einen guten Rutsch dann bald auch ins neue Jahr. Und genau. Hoffentlich. Ja, vielen Dank euch, gell? Also, dass ihr uns die Möglichkeit gegeben habt, mit euch zu sprechen. Und es ist genauso bewundernswert, dass ihr eure Reichweite nutzt und da jetzt so einen Stream macht. Also, das ist richtig, richtig cool. Auf jeden Fall. Wir haben ja keine Ahnung von sowas. Ich glaube, wir leben da in ganz unterschiedlichen Welten, aber es ist total cool, wenn man sich da so begegnen kann und ihr das nutzt für uns und wir da so eine Kooperation zustande kriegen. Also ja. Ja, wirklich cool. Respekt euch und vielen Dank. Vielen Dank, ja. Kein Ding. Genau, ich werde auch noch die Bilder hochladen, damit die Leute im Chat sehen können. Wir haben ja auch besprochen über die Bilder. Da kann man mal die beiden bei der Arbeit sehen mit Kindern. Wir haben auch die Genau, Arbeit, und auch auf unserer Homepage. Ja. Ja, genau. Du kannst auch die Homepage sonst noch irgendwie. Genau, werden wir auch gleich verlinken. Verlinken, genau, ja. Und genau, da seht ihr die Bilder ja eh, die sind öffentlich. Ja, eben. Genau. Genau. Gut, dann euch noch einen wunderschönen, schönen Abend. Guten Start noch in die Woche. Und dann sieht man sich vielleicht irgendwann nochmal nächstes Jahr oder keine Ahnung, was wir nochmal irgendwie mittendrin nochmal ein Interview machen. Ja, gerne, klar. Sehr gerne, danke euch. Viel Spaß noch und viel Erfolg. Genau. Danke. Und fleißig weiterspenden an den Chat. Mach das. Sehr gut. Super. Ciao. Danke. Ciao. Tschüss. Tschüss.